Moin moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich mit unterwegs mit Mike. Wir drehen hier in Genshagen eine kleine Runde. Ja, und was macht der Mike heute? Der macht einen kleinen Wheelie. Schaut mal hin. Ah, da hat er ihn schon gemacht. Habt ihr es gesehen? Ja, und zwar heute unterwegs in Genshagen. Das Wetter ist super. Unsere erste Ausfahrt. Ja, falls ihr aus Berlin oder Brandenburg seid, schreibt mich auch gerne an, dann können wir gerne mal eine Runde drehen. Ich fahre eine Aprilia 900 Kubik. Ja, und wie gesagt, heute Sonne scheint, wunderbares Wetter. Und da ich die Maschine jetzt neu habe, drehe ich jetzt mit Mike mal eine kleine Runde, eine kleine Biege durch Genshagen. Ui, da war ein bisschen Dreck auf der Fahrbahn. Aber was geht, was geht. Ja, wunderbar. Hier ein paar Bushaltestellen, keine Leute an der Bushaltestelle. Kühl ist es heute noch ein bisschen, so 10, 12 Grad. Aber mit der Sonne macht das Fahren richtig Spaß. Ja. Ja, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, diese Ausfahrt. Und ja, mal gucken, was heute noch so ansteht. Wie ihr seht, wir langweilen uns ein bisschen, fahren ein bisschen so durch die Gegend, cruisen. Ja, und ich denke mal, eure Maschinen sind noch alle abgemeldet. Könnt euch auch gerne, wie gesagt, meine anderen Videos angucken mit der BMW. Ich habe auch noch eine S1000 RR. Heute mit der niegelnagelneuen Aprilia unterwegs. Und reicht auch aus. Guck schon. Ja, Mike macht bestimmt gleich wieder einen kleinen Wheelie. Mal sehen. Macht er den? Macht er den? Ja, das ist halt der Mike, ne? Der Wheelie Mike. Schaut euch das an. Guckt keiner. Na, dann macht er doch keinen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind heute in Süd-Berlin, Potsdam unterwegs. In der Nähe, also Genshagen Industriepark. Da streckt der Mike schon sein Bein aus. Ein bisschen Langeweile. Und gucken mal, was heute so alles abgeht. Jetzt macht er wieder ein Wheelie. Seht ihr das? Das ist doch nice, 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 nice. Ja, ist natürlich, ist eigentlich erlaubt. Ist nicht erlaubt. Keine Ahnung. Ja, er lässt mich vorbei. Dann fahre ich mal ein bisschen vor. Hier ist Coca-Cola. Hm, interessant. Ja. Und ja, die Aufnahmen sind mit der GoPro 9. Die habe ich mir jetzt extra jetzt im Winter zugelegt. Da gab es auch eine Aktion, wenn ihr euch meine Videos anguckt. Ich glaube für 360 Euro inklusive so ein Abo. Das habe ich auch schon wieder gekündigt. Und ja, auf jeden Fall macht das heute richtig bei diesem Wetter einigermaßen auch Spaß zu fahren. Und ist halt nicht so langweilig, als wenn man so alleine durch die Gegend fährt. Ja, mal gucken im Kreisverkehr. Ich werde mal Mike wieder vorlassen. Ich drehe hier mal eine kleine extra Runde. Eine Runde. Er kommt da schon wieder. Und da ist er vor mir. Ja, ja, wir haben uns heute schon ein bisschen abgewechselt mit dem Vorlassen und Nachlassen. Ich glaube, jetzt dreht er noch eine Runde mit mir, noch eine extra Runde. Ja, wir haben ein bisschen Spaß heute. Und jetzt zieht er weg, raus, und jetzt nehmen wir hinterher. Ja, hat er da schon wieder eine Wheelie gemacht? Mensch, der Mike. Ich wollte nicht einen Wheelie Mike. Ja, wie gesagt, falls ihr Lust habt, mit mir mal eine Runde zu fahren, schreibt mich an. Können wir gerne machen. Ja, könnt ihr euch auch meine anderen Videos anschauen, also Touren oder egal wie. Oder wenn ihr was Besonderes könnt oder bessere Stunts als Mike, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Bin gerne bereit, mit euch mal eine Biege zu drehen. Ja, muss ein bisschen ordentlich fahren. Aber war gerade ein Schild, Motorrad verboten. Ja gut, aber heute dürfen wir fahren. Heute ist ja nicht, heute fällt es nicht in die Verbotszone rein. Ja, ist eine Frechheit eigentlich, dass es immer so eine Schilder gibt, immer mehr, oder nächste Wheelie, immer mehr Gebiete, wo das Motorradfahren zeitlich begrenzt verboten ist. Verstehe ich nicht, man kann ja auch ordentlich fahren, also hier wird auch nicht geheizt oder so, oder ein Rennen gefahren. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum das Fahren in einigen Strecken zeitweise verboten ist oder verboten wird. Ja. Falls euch das Video gefällt, dann
schreibt mich gerne an, Daumen hoch bitte und abonniert bitte meinen Kanal. Also es würde mich wirklich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch zum Beispiel meine Blitzer-Videos anseht. Da habe ich jetzt schon eine Menge hochgeladen, Berlin, Brandenburg. Da gibt es ja echt fiese, fiese Blitzer. Okay, mit Motorrad wird man nicht so schnell geblitzt. Natürlich gelasert wurde ich auch. Einen schönen Rekord im Lasern. Musste auch den Führerschein abgeben. Deswegen fahre ich seitdem an immer, oder Mike hat Langeweile, anständig. Daumen hoch und tschüss. Ich wünsche euch noch was und.